Die Sako 3 klingt wie Musik in seinen Ohren. Mark Röttger würde sofort hören, wenn in dieser filigranen Produktionslinie was nicht rund läuft. Sensibelstes Vlies, das fast schwebt. Da das Material in sich so sensibel ist, müssen wir das hier über diese Schlaufenregelung fahren. Vom Laser berechnet. Das zerfällt fast in sich, Sie können das mal anfassen. Das reißt ja unter ganz wenig Kraft einfach. Wenig später sind die Kompressen geschnitten und steril verpackt. Seit 10 Jahren ist dieses Gebäude die Welt von Produktionsleiter Mark Röttger. Hier entstehen Kompressen und Wundauflagen für, ja, Patienten rund um den Planeten. Das Traditionsunternehmen Hartmann hat seinen Sitz in Heidenheim an der Brenz, im Herzen Schwabens. Hinter diesem Zaun eröffnen sich 55.000 Quadratmeter eigenes Land mit eigenen Gesetzen. Hier gilt, nichts Menschliches ist fremd und Scham hat keinen Platz. Was Menschen draußen peinlich verschweigen, ist hier die Mission. Tuchfühlung das höchste Gebot. In diesem Konzern regiert der unverklemmte Umgang mit Blut, Harn und Wundwasser. So zart wie die Produkte aus der Fabrik in Herbrechtingen sind, brauchen sogar die Mitarbeiter an den Maschinen Fingerspitzengefühl. Besonders seit der Konzern kompromisslos zusteuert auf die gesellschaftlichen Wunden der Gegenwart. Medizinische Produkte direkt auf der Haut. Seit Generationen ist Hartmann-Watte dafür bekannt. Mit Innovationen von der Brenz rechnet der Laie nicht. So fand die kleine Revolution in dem Weltkonzern unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Chef Andreas Jöhle erinnert sich an eine denkwürdige Pressekonferenz. Und es blitzte und blinkte. Also für unsere Verhältnisse war da schon richtig viel los. Und die Journalisten haben es ja so alles sehr interessiert angeguckt. Und die Headline, ich glaube in der FAZ, irgendwo war da, dem Wattekonzern geht es gut. Also das ist so genau das Thema. Ja, es dauert ein bisschen. Bis auffällt, dass die Führung den konservativen Wattekonzern komplett umgekrempelt hat. Watte plus X. Es gibt Watte plus eine Menge X. Ja. Das wichtigste X klingt erstmal überraschend. Zeit. Hartmann verkauft jetzt Tupfer und Textiles für den OP-Saal als Sorglospaket, vorsortiert. Und liefert damit Zeit, genau da, wo sie am teuersten ist. Das ist das Set für Hüftoperationen. Gibt's auch für Knieprothesen oder Kaiserschnitt. Komplett bis zur geeigneten Menge Skalpelle. Produkte allein können andere auch. Also liefert Hartmann Produkte plus Mitdenken. Was heißt? In Heidenheim rückt eine ganze Belegschaft den Tabus des Älterwerdens mächtig zu Leibe. Da ist Tamara Buch im Entwicklungslabor. Die sonnige Christine Bloch unterwegs in der ganzen Welt. Yusuf Pentsche bei der Morgengymnastik in der Produktion. Oder eben Mark Röttger mit seinen empfindlichen Wundpflastern. Das hält die Haut geschmeidig, wenn sich die neue Hautschicht bildet, dass sie nicht reißt wieder. Raimund Koch ist so eine Art Außenminister, macht für Hartmann Politik und darf sogar die Kunden beschimpfen. Weil das Schindluder die Kassen da treiben und sie sparen, auch das ist Wahrheit, zu Lasten der unattraktiven Patienten. Dann ist da noch Matthias Jäger, seit 3 Wochen dabei. Die Truppe von der Werkfeuerwehr hat ihre Perspektive auf die eigenwillige Firma.
Zentrale. Die alles außen vor lässt, was in der Industrie gerade schick ist. Nix digital auf Teufel komm raus. Nix 4.0. Ab dem Firmentor heißt die Parole End of Sexy. Wir haben das ein bisschen flapsig, kann man schon fast sagen, gesagt End of Sexy. Was hat sich dahinter verborgen? Macht es wirklich Sinn, den Schrittmacher, der auch noch einen Tweet verschicken kann, zu entwickeln und die Allgemeinheit dafür zahlen zu lassen? Oder ist die Thematik nicht eben mit der Demografie viel, viel breiter, das heißt Lebensqualität? Ein paar Kilometer vor Heidenheim liegt die Produktion. Heute früh soll die neue Linie an den Start gehen. Letzte Handgriffe. Hier stellt Hartmann medizinische Hilfsmittel her, von deren Absatzwachstum andere Firmen nur träumen. Unsexy, aber extrem gefragt. Andreas Berger leitet die Inbetriebnahme. Der 33-Jährige kennt die technische Herausforderung. Zartes Vlies auf harten Maschinen. Mir ist also eine Inbetriebnahme ist natürlich immer ein Riesen-Act, ne? Das ist, da ist so viel Planung, wo dahinter steckt, um das Ganze umzusetzen. Und da kann sehr, sehr viel natürlich auch schieflaufen. Man muss aber gut vorbereitet sein. Die Truppe ist hochmotiviert. Auf den neuen Maschinen werden gleich Windeln hergestellt. Wenn alle Zug-, Falt- und Rollsysteme justiert sind. Modul 45 faltet die Saugschichten in Hochgeschwindigkeit. Beim Anlauf, es kann immer passieren, dass mal ein Materialwarenabriss stattfindet. Dann hat man richtig viel Arbeit, um das ganze Vlies wieder einzufädeln. Die Herausforderung ist ja, dass Sie da mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Dicken arbeiten und unterschiedlichen Zugkräften. 2 Milliarden Umsatz, gut ein Viertel davon mit Inkontinenzwindeln. Schon das Wort klingt ungut. Wie schafft es Hartmann, dass trotzdem alle begeistert mitmachen? End of Sexy nennen wir das ja mittlerweile schon. Es ist eine Windel, richtig, für einen Laien. Für uns ist es ein Produkt. Ein Produkt, über das Yusuf Pentsche und Andreas Berger inzwischen gerne laut reden. Ich glaube, die Gesellschaft wandelt sich ja mittlerweile auch. Und ich denke, es ist mittlerweile schon so, dass wir mal drüber reden können. Ja? 6 Millionen Menschen tragen unmerkliche Einlagen. Allein in Deutschland. Übrigens leiden auch Männer an unkontrolliertem Harndrang. Dass es hier um Pipi geht, ist im Labor keinen schamhaften Gedanken wert. Tamara Buch ist 29, Physikerin und jetzt mit der Einsickerzeitrückmessung beschäftigt. Es ist für mich aus der Entwicklungsabteilung ist es erstmal ein technisches Produkt, das die Gesundheit der Patienten verbessern muss. Die Lenden sind weiß, das Pipi lila. Und beim wissenschaftlichen Arbeiten kann man, glaube ich, alles seriös behandeln, ja. Was an dem Torso passiert, ist wichtig für viel mehr und vor allem jüngere Menschen als gedacht. Durchschnittlicher Strahl. Durchschnittliche Menge. Genau, das statistische Durchschnittspinkeln, genau. Genau, und jetzt ist die erste Miktion drin. Ich würde jetzt überprüfen, ob das Produkt schon ausgelaufen ist. Hier ist alles noch trocken. Gut, also die nächsten 162 Milliliter. Und dann kommt die zweite Miktionsmenge rein. Ja. Tamara Buch vertraut dem Superabsorber, eine Art Zauberstoff. 2 Löffel nimmt Andreas Berger. Die Zusammensetzung ist Firmengeheimnis, logisch. Das Granulat fängt in der Windeleinlage Flüssigkeit auf und das kann deutlich mehr, also wir hätten das voll machen können. Bindet sie in Sekunden zu trockenen Körnchen. Stolz. Wenn man sich vorstellt, das könnte jetzt die eigene Oma oder sonst was sein, die dann da wirklich liegt, das berührt einen, man bekommt einen viel besseren Zusammenhang einfach dafür. Ein Produkt, was normalerweise ja die Kinder, die Babys haben, hat man auch plötzlich für die Erwachsenen. Und allein diese Diskussion, sich damit zu befassen, und wir haben viele neue Mitarbeiter, wo wir sagen,
nimm mal ein Produkt mit und trag es mal zu Hause selber, dass du mal ein Gefühl hast, was es bedeutet. Ich muss ja mitreden können, was ich hier erzeuge. Ja. Das würden wir schon als Ausläufer definieren. Das ist jetzt schon schlecht, das würde ich jetzt schon abnehmen. Tamara Buch hat inzwischen die vierte Ladung.